Das Schicksal stellt mich auf eine Nadelspitze. Was ist das für ein Geräusch, das es macht, wenn ein Mensch in die Irre geht? Wir hier leben in einer Einheit aus Zeit und Raum und Sie schauen uns eine Stunde lang dabei zu. Wir sitzen hier schon seit einer Ewigkeit in der Isolation. Marie bekommt also jeden Tag Besuch von Desbordes und Desbordes sagt immer so Sachen wie: Oh Marie, deine Haare, deine Augen, Marie, du bist so toll. Und Marie so: Nein, kann ja gar nicht sein. Er so: Doch Marie, du bist die eine für mich, willst du nicht mal mit mir ins Theater gehen? Der Einzige, der raus kann, ist der Mann in der Mitte. Der ist immun. Tja, es kann halt nicht jeder alles können. Außer mir vielleicht. Und damit wir etwas zu tun haben, beschäftigen wir uns mit Lenz. Ohne Freiheit geht das Leben bergab. Rückwärts. Freiheit ist das Element des Menschen wie das Wasser des Fisches. Und ein Mensch, der sich der Freiheit begibt, vergiftet die edelsten Geister seines Bluts, erstickt seine süßesten Freuden des Lebens in der Blüte und ermordet sich selbst. Was er nicht weiß. Ich bin Lenz. Hm? Sie da drüben denkt übrigens auch, sie sei Lenz. Spaß, 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 Spaß. Spaß, denen geht's um Spaß? Ums Gefallen? Mein Spaß ist anders, mein Spaß ist ernst. Das stimmt aber nicht. Ich bin Lenz. Johann, nein. Jakob Michael Reinhold Lenz. Ich habe Hollywood erfunden. Was macht das mit einem Menschen, wenn er den für ihn bestimmten Weg verlässt?